sehen, ob die warme Nachtluft mich trägt. Du erkennst mich nicht wieder. Du erkennst mich nicht wieder. Du erkennst mich nicht wieder. Von Suri gehört? Ja, wir e-mailen uns regelmäßig. Sie geht auch wieder zur Schule. Ihr geht es sehr gut. Ist hier noch ein Platz frei? Klar. Danke. Guten Appetit. Danke. Hier habe ich alles notiert für Ihren Termin morgen früh um 8. Könnten Sie bitte dafür sorgen, dass ein Kurier diesen Brief heute noch zustellt? Hat es nicht Zeit bis morgen früh? Nein, der Brief muss heute raus. Per Express. Mit einem Strauß roter Rosen. Rote Rosen? Und wo soll ich die jetzt noch herkriegen? Ihr Problem. Hi, ist hier ein Platz noch frei? Trinken? Nein, danke. Geh dann mal. Darf ich? Danke. So. Frau Verhaag? Ja? Für Sie ist gestern Abend was abgegeben worden. Bitte schön. Ziemlich spät. Mein Kollege wollte Sie nicht wecken. Ach, danke. Bitte schön. Guten Morgen. Haben Sie für mich auch so was Schönes? Leider nein. Zum Trost. Ach, danke. Ja, das sind wirklich schöne Blumen. Von David. Ja, der scheint dich ja ganz schön zu vermissen. Was geht dich das denn an? Der Kurier hat den Brief abgegeben. Und die Blumen auch. Ja, okay, vielen Dank. Wiederhören. Frau Riemer! Oh nein. Verdammt! Frau Riemer, warum haben Sie mich denn nicht an den Termin erinnert? Herr Verhaag, wo haben Sie zurzeit so Ihren Kopf? Sie müssen sofort im Krankenhaus anrufen und denen sagen, dass ich das verschwitzt habe. Ist nicht nötig. In Ihrem Zustand hätte sowieso kein Arzt der Welt mit Ihnen einen Beratervertrag abgeschlossen. Und deswegen bin ich zu dem Termin gegangen. Wie bitte? Keine Panik. Dr. Schelling und ich hatten ein sehr gutes Gespräch. Ich soll Sie übrigens herzlich grüßen. Aber... Wir haben den Auftrag. Die Privatisierung des Krankenhauses liegt in unseren Händen. Ja, danke. Bitte. Step one, you say we need to talk. Ich weiß, ich habe dich tief verletzt. Und es gibt leider nichts, womit ich das wieder gut machen könnte. So sehr ich das auch will. Aber ich möchte, dass du wirklich weißt, wie viel du mir bedeutest. Beschreiben, was für ein Glück es ist, mit dir zusammen zu sein. Du gibst meinem Leben einen Sinn. Bei dir fühle ich mich verstanden und aufgehoben. Let
after all.